Hallo, Skek. Was? Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Es war, machte plötzlich so... Ja, du bist, kriegst auch deine Portion Schläge. Die stehen ja hier irgendwie alle auf Schläge. Schläge und Peinigungen. En masse. Und euch möchte ich... Ja, ja, ich hab die auch gern. Nein, nicht wirklich, aber... Das klingt irgendwie sympathischer, wenn ich das sage. Also rein in das Euteturnier, in das schöne Buggy. Sieht ja echt ein bisschen aus wie so ein Science-Fiction-Buggy. Hä, hey, das ist ja voll Buggy. Ja, nur leckt es nicht. Ha, 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 ha. Und wir müssen... Moment mal. Wo müssen wir denn jetzt zuerst hin? Müssen wir hier wieder nach Bonehand? Nach... Die zu diesem Typen? Ja, scheint mir so. Der hat wohl auch so ein... Hallo, wie geht's dir? Gut? Nein? Mir aber. So einseitig bin ich nun mal. So, in Kürze wird es... Nein, Livestreams wird es bei mir nicht geben. Nein, in Kürze wird sich bei mir auch was ändern. Wir haben nämlich, oder ich habe nämlich eine kleine Internetumstellung gehabt. Ich habe ja, vielleicht wusste sie es nicht, ich lade diese vielen Let's Plays eigentlich über Nacht drauf. Ja, ja, Bonehead, 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 oh, Bonehead, Bonehead, that it. Ja, ja, das werde ich sofort, nachdem ich das Ganze hier eingesammelt habe und du, ich dich... Und ich dich hier mal ein bisschen gestutzt habe mit dem Messer. Okay. Oh, das war ein bisschen fahrlässig von mir, aber macht nichts. Ja, und das wäre? Na komm, ich warte auch. Du schießt nur auf mich. Dann habe ich auch was für dich. Hey, ging auf Haus. So. Ah, da ist das. Das soll ein Tagebuch sein? Oh mein Gott. Ich bin Patricia Tennis, wissenschaftliche Beraterin bei Dahl. Tag 1 auf Pandora. Meine Vorgesetzten haben mich hierher versetzt, um nach zurückgelassener Alien-Technologie zu suchen. Ähnlich der, die unser Konkurrent, die Atlas-Firmengruppe, in den Ruinen von Prometheus entdeckte. Und die sie zu der Supermacht werden ließ, die sie heute ist. Es ist äußerst unwahrscheinlich, hier auf etwas derartiges zu stoßen. Aber meine Wohltäter glauben so fest daran, dass sie mich hier verheizen. Ich bin erst 3 Stunden hier und schon habe ich das Gefühl, dieser Planet wird mein Tod sein. Wissenschaftler jagen keinen Mythen und Legenden hinterher. Nein, diese decken sie auf. In der Regel. So, ach, hier ist ja noch was. Öffne. Öffnen. Öffnen, 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 öffnen. Okay, ich weiß, das geht nicht. Wieso haben wir eigentlich schon ein Tagebuch? Moment, wir hatten doch... Moment mal. Wir hatten, glaube ich, da am Tor, wo wir das öffnen sollten, hatten wir auch schon eins entdeckt. Aha, okay. Hier wollte ich nicht lang. Von da kommen wir ja nicht. Und das bringt mir insofern jetzt, weil ich mache mein Auto. Ich mache nichts mehr ohne mein Auto. Und das fährt in einem fort. Jetzt müssen wir wohin? Wir müssen... Oh, wir müssen wieder andersherum. So, wo ist denn das Schöne? Ah, hier drin. Oh. Überrascht mich jetzt nicht. Ach, da ist es schon. Ah. Warum sind denn hier eigentlich die Tagebücher so extrem verstreut? Naja. Da wollten die wohl wieder auf Nummer... Jedenfalls glaube ich, es ist mein 43. Tag hier. Es fällt schwer, sich an die Mondzyklen hier zu gewöhnen. Eine Planetenrotation, also ein Tag, dauert über 90 Stunden. Die Leiter auf diesem Staubklumpen hier sind wohl das Bonierteste, was ich in der ganzen Galaxie gesehen habe. Wenn ich Ihnen Fragen über die Kammer stelle, ernte ich alberne Kinderreime und wirres Gerede über einen, der einen kannte, der einen kannte, der einen kannte. Sie klappern wie Betrunkene oder geistig Behinderte und sie nehmen mich gar nicht richtig wahr. Würde ich an die Hölle glauben? Ich würde sie mir vorstellen wie Pandora. Andererseits, würde ich an so etwas glauben, wäre ich auch nicht besser als diese Neandertaler hier. Geistig eingeschränkt liegt sie ja, glaube ich, nicht mal so falsch. Aber mit mehr muss man ja hier auf dem
schönem Planeten auch nicht kommen, soweit ich das bisher entnehmen konnte. So festgestellt habe. Boah, ey, wir bleiben ja hier an nixen. An nix bleiben wir hängen. Vielleicht wird das ja mein Keyword für diesen, ich nenne es jetzt auch einfach mal Seed auf dem YouTube-Kanal, welcher dann, oh. So. Welcher dann auf den Blogartikel führt zum jeweiligen Video. Hallo? Ja. Ja, da denke ich mir. Irgendwo hier rechts. Okay. Also nicht dieses Teil, sondern dieser Bandit ist hier irgendwo rechts. So, öffne dich, Sesam. Von wo nehme ich denn jetzt hier übelsten... Achso, da oben. Ach du Arsch, ja. Heimlich von oben anzugreifen ist ja voll schäbig. Ich habe gesagt, das ist schäbig. Hört mir nicht mal zu. So, wo ist denn hier das nächste Tagebuch? Vielleicht oben auf dem Dach. Moment. Ich gehe mal ein bisschen ungewöhnlich hier aufs Dach. Oh ja, danke. Hab dich auch so vermisst. Oh, hallo. Einmal ein schönes Messer durch die... Jetzt weiß ich, glaube ich, warum ihr... Naja, ich will gar nicht wissen, wie ihr unter der Maske aussieht. Ja, ist ja schön. Wenn du nachlädst, kannst du nicht springen. So, nochmal. And again! Yes! We can... Oh, fall down. Dann muss ich mal gucken. Und dich auch noch. Ist ja nicht so, dass wir hier allen mal vorlassen wollen. Alle bekommen dieselbe Ration an Blei in den Leib gebanscht, wenn sie möchten. Also ich finde schon, dass das ein faires Angebot ist. Und das alles für lau, muss man ja mal lassen. So. Letztes Mal sind wir ja hier rüber raufgekommen. Ich dachte, das würde jetzt auch anders gehen. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ach, jetzt brauche ich wirklich das Scharfschützengewehr. Und bam. Bam. Bam, 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 bam. Ich glaube, das ist gut so. Der eine, der sich dahinter versteckt hat, ist ja... Oder der ist abgebrannt. Gehe ich mal sehr stark davon aus, dass der Ort gebrannt ist. Ist nur so eine These von mir. So. Erstmal hier die Kiste begutachten. Ja, würde ich auch sagen, wenn die Box, die Taschen nicht immer so schnell voll wären. Auch voll. Voll. Mann. Munition ist ja nicht so schlimm, wenn wir da genug haben. So, wo soll das gute Stück denn sein? Was? Hm? Ach, auch schön. Aufwachte, hoffte ich zunächst, alles wäre nur ein Albtraum gewesen. Wir hatten 36 Stunden damit verbracht, unser Camp näher an die Ausgrabungsstätte zu verlegen, als wir plötzlich von Skeks angegriffen wurden. Wilde Kreaturen und hungrig nach ihrem Winterschlaf. Die Hälfte meiner Leute wurde gefressen. Ich überlebte, weil ich mich unter einem Kollegen versteckte, der über mir zerfetzt wurde. Sein Name war Karl. Aber ich empfand keine Trauer. Nein! Ich habe mich sogar gefreut. Karls Hocker war nämlich bequemer als meiner. Ich schnappte mir den Hocker. Und dann bemerkte ich das Leuchten der Steine an der Grabungsstätte. Bist du jetzt fertig? Oder kommt dann was? Nee, sie ist fertig. Ja, manchmal sind die einfachen Dinge einfach die besten. Es muss nicht immer kompliziert sein. Es muss nicht immer... so schwer sein. Manchmal ist es einfach viel besser.
als man sich vorstellen könnte. Aber jetzt möchte ich mal auch wissen, wo ist denn das letzte? Oh, ich hoffe nicht da oben. Das sieht ja schon richtig böse aus, aber ich glaube doch. Oder da unten. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall da drin. Hm. Naja, sagen wir mal hallo. Wir sind ja ein höflicher Typ. Hallo. Wow. Du kleiner Scheiß da. Was fällt dir ein? Oh. Okay, die Raketen fliegen aber verdammt langsam. Ich komme mir ein bisschen vor wie ein... einer vom Moschia-Clan. Oh, hallo. Ja, ja, ja. Und hallo. Ja, ich will deine Klinge nicht. Ja, ich habe gesagt, ich will deine Klinge nicht. Also lass sie stecken. Oh, hier ist das schon. Nein, hier ist ein Teil der Combat Riffle. Ah. Hier ist also auch noch das Combat Riffle Gedingse. Ja, ja. Und... Oh. Und. Ja. Das darf doch hier nicht. Uah, wo ist er? Ist er? Da, weg ist er. Und weg mit dir. Ja, das ist auch schön. Von wo kriegen wir denn jetzt schon wieder Damage? Gedamaged. Achso, der Typ wirft. Wirft der was? Nee. Wir werden wahrscheinlich von was anderem getroffen. Mal gucken. Hauptsache, wir werden nicht getroffen. Das ist ja viel schon wichtiger. Oh. Lass mich raten. Hier ist wieder so viel drin und. Oh, das sieht böse. Der Arsch wirft wohl was. Ich weiß mal nicht, wo der die ganze Zeit diese Äxte hernimmt, aber auf jeden Fall damagen die uns hier ab, ey. Moment. Ich guck mal, ob wir in der Hocke ein bisschen weniger wackeln. Ey, der trifft auch noch gezielt immer. Das ist ja nicht zu fassen. So, nehmen wir dich. Können wir dich? Nee, dann lassen wir dich auch hier. Hab ja gesagt, Raketenwerfer, da stehe ich jetzt hier nicht so drauf. Weil deren Damage ist wirklich individuell sehr eigen. Oh, hallo. Hallo, die Herren. Ich verkaufe Versicherungen, aber keine Lebensversicherung. Ich verkaufe definitive Todversicherung. Also im Spiel hier. Nicht in echtes, wird einmal klar, ne? So. Oh, da hinten sind Skek. Mal gucken. Das habe ich noch nie versucht bei Borderlands, weil ich das Scharfschützen-Teil... Nein, ich habe ihn getroffen, wie cool. Das habe ich bei Borderlands noch nie versucht, also so eine Distanz. Soll übrigens in Borderlands 2 auch verbessert sein, worden sein, die Weitsicht. Sodass man auch Gegner zum Beispiel aus der...